Hallo, ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet von der Stiftung Warentest. Und ich bin angekommen im ersten farbigen Kapitel, das heißt Haut und Haare. Und der erste Abschnitt lautet Akne. Beim letzten Mal ist ein bisschen was zur Akne gesagt worden. Und jetzt geht es um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Auf Seite 17 werden die nach rezeptfreie Medikamente und rezeptpflichtige Medikamente getrennt aufgelistet. Und dann geht es in alphabetischer Reihenfolge nach Wirkstoffen weiter. So. Ich habe mir jetzt vorgenommen, für die Folge, die relativ kurz ist, einfach mal die geeigneten Medikamente vorzulesen, bevor es dann für jeden Wirkstoff oder jede Wirkstoffkombination eine eigene Folge gibt. So, rezeptfreie Medikamente. Geeignet ist Acnefugoxid. Der Wirkstoff ist Benzoylperoxid. Acneroxid, der Wirkstoff ist wieder Benzoylperoxid, ist auch geeignet. Benzaknen, der Wirkstoff ist Benzoylperoxid, ist auch geeignet. Cordis BPO, der Wirkstoff ist wieder Benzoylperoxid, ist auch geeignet. Dermovas mit einer Wirkstoffkombination, das ist Ammoniumdodecylsulfat plus Dodecylbenzolsulfonsäure ist auch geeignet. Und dann gibt es noch Marduk. Benzoylperoxid ist da auch wieder drin. So, das sind die geeigneten rezeptfreien Medikamente. Jetzt kommt es zu rezeptpflichtigen Medikamente und ich lese auch wieder nur die geeigneten vor. Ariol, das ist der Wirkstoff Tretinoin, ist geeignet. Aknenormin, der Wirkstoff Isotretinoin ist auch geeignet. Differin, der Wirkstoff Adapalen ist geeignet. Doxycet 100 Milligramm mit Doxycyclin ist geeignet. Und dann gibt es hier Doxycyclin 1A Pharma, A, B, A, C, Aholmer, bla bla bla. Jeweils 100 Milligramm ist wahrscheinlich das Generika zu dem da oben. Der gleiche Wirkstoff Doxycyclin ist auch geeignet. Doxiderma 50 Milligramm und 100 Milligramm mit Doxycyclin ist auch geeignet. Doxyhexal 100 Milligramm mit Doxycyclin ist geeignet. Doxy-M, Ratiopharm, 100 Milligramm Doxycyclin ist geeignet. Isogalen mit Isotretinoin ist geeignet. Isotrethexal mit Isotretinoin ist auch geeignet. Isotretinoin-Actavis, Ratiopharm mit Isotretinoin ist auch geeignet. Isotrex mit Isotretinoin ist geeignet. Und Skinoren mit Azalainsäure ist auch geeignet. So. Ich bin gleich wieder da. So.
Wer mal wirklich wissen will, wie man effektiv äußere Hautschichten entfernt, kann auch von Ecolab Hydrex Surgical Scrub kaufen. Das kommt aus Leeds. For external use only, sieht so aus. Damit kriegt man auch Autolack runter. Das wollte ich noch loswerden. Tschüss. Es geht weiter mit den Wirkstoffen, die einzeln vorgestellt werden. Tschüss.